Die Technik. Ach du Scheiße. Ja. Du kannst das einfach so auf Knopfdruck? Jahrelange Übung. Kannst du es mir zeigen? Du musst dir eigentlich nur all die automatischen Prozesse merken, die getriggert werden, wenn du weinst, und dann sozusagen manuell jeden einzelnen erzeugen. Das gibt nur Rückkopplung ans Gehirn und dir kommen automatisch Tränen. Hey, du machst im März deinen Abschluss. Tu nicht so, als wäre das verwirrend. Okay. Wo fängt das an? Genau da. Ich schluck etwas Luft. Als würdest du dich selbst erwürgen. Von innen heraus. Funktioniert das? Nein. Hi, Mark. Hi, Mark. Wo ist deine Mutter? Auf einer Betriebsfeier. Was für eine Betriebsfeier? Keine Ahnung. Irgendeine Betriebsfeier. Dass sie arbeitet, wusste ich gar nicht. Können wir uns oben unterhalten? Okay. In der nächsten Werbepause. Jetzt. Ich will Amanda nicht alleine lassen. Amanda kommt auch gut allein zurecht. Ich habe Angst im Dunkeln. Wie lange bist du hier, Amanda? Meine Mom holt mich gegen Mitternacht ab. Mitternacht ist ganz schön spät für uns. Lily kann dich jetzt schon nach Hause fahren. Zwei Teenager in einem Auto nachts? Das kann nur in einem Unfall enden. Ja, wir beide drehen nämlich das Radio immer super laut auf. Schreib mir SMS während der Fahrt. Ich rufe deine Mutter an. Sie kann dich jetzt schon abholen. Sie ist beschäftigt. Womit denn? Chemotherapie. Gute Nacht. Hast du mit deiner Mutter gesprochen? Worüber? Ihn. Ach, was soll ich denn sagen? Was du über ihn denkst? Das sollte ja was bedeuten. Denkst du? Hab meinen Saft geholt. Sein Saft? Ja, zur Reinigung. 3 Wochen im Monat stopft er sich Steaks rein und in der letzten Woche trinkt er nur Säfte. Ist das gesund? Ich denke, das sollte man nur einmal im Jahr tun. Ich hoffe, er saftet sich eines Tages zu Tode. Was ist das? Ein Ergometer. Ein was? Ein Ergometer ist sowas wie eine Rudermaschine. Er sitzt andauernd auf diesem Ding. Ich schätze, so versucht er einfach nur, mir den beschissenen Verstand zu rauben. Komm mit. Holen wir uns was von seinem Wein. Hast du mal dran gedacht, ihn umzubringen? Nein, bisher nicht. Du könntest es in Betracht ziehen. Nein! Vor- und Nachteile abwägen? Nein! Sieh dir nur genau alle Optionen an. Ja, aber kein Mord. Ja klar, das ist ungewöhnlich, aber man kommt nur begrenzt weiter, wenn man so wie alle anderen denkt. Sieh dir Steve Jobs an. Was? Ich arbeite mit dem, was du mir lieferst. Das ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Du könntest so eine Menge Nutzen für viele Leute generieren. Ja, aber ich müsste für den Rest meines Lebens ins Gefängnis. Warum gehst du davon aus, dass du erwischt wirst? Musik.